Hallo ihr Lieben, ich bin Maike. Herzlich willkommen bei den Mindful Morning Mums. Es ist wieder soweit. Ich möchte euch heute eine Wechselatmung zeigen, die ausgleichend und harmonisierend auf alle Körpersysteme wirkt und die man, denke ich, ganz gut im Moment immer wieder nutzen kann, um sich so ein bisschen neu zu sortieren im Gefecht des Alltags oder aber um einfach, wenn man müde ist, unausgeglichen, sich wieder resettet, ein bisschen Energie schöpft und wacher wird. Also, ihr könnt am Anfang erstmal durch beide Nasenlöcher ein- und ausatmen, setzt euch entweder in den Schneidersitz oder aber auch erhöht auf einem Hocker, wie ihr möchtet. Ihr könnt das Bein anstellen, um dann euren Ellenbogen eures rechten Armes abzulegen. Und ihr fangt an, gleichmäßig durch beide Nasenlöcher ein- und auszuatmen und nutzt dann die Finger eurer rechten Hand, den Daumen und den Ringfinger, um abwechselnd euer Nasenloch auf der rechten und auf der linken Seite zu verschließen. Ich mache euch das einfach einmal vor und genau, vielleicht habt ihr Lust, das für euch einmal auszuprobieren. Ihr atmet erstmal durch die Nase ein und aus. Dann schließt ihr mit dem Daumen eurer rechten Hand ganz vorsichtig euer rechtes Nasenloch, atmet ein durch die linke Nasenhälfte. Schließt dann mit dem Ringfinger euer linkes Nasenloch, atmet aus auf rechts. Ein durch rechts. Schließt mit dem Daumen wieder rechts, atmet links aus. Ein durch links. Schließen links, atmen rechts aus. Rechts wieder ein. Schließen rechts, atmen links aus. Und diesem Zyklus folgt ihr so lange wie ihr mögt, gerne. So 5 bis 7 Minuten oder so, wie es sich für euch angenehm anfühlt. Also wie gesagt, eine ausgleichende, aber auch erfrischende Atmung für euch hier. Wichtig ist nochmal ganz kurz, dass ihr den Zyklus auflöst, indem ihr durch das linke Nasenloch ausatmet. Dieses Geräusch, was ich eben gemacht habe, das ist diese sogenannte Ujjayi-Atmung aus dem Yoga. Die muss man nicht zwingend machen. Ich habe das für euch jetzt gemacht, damit ihr so ein bisschen hört, dass ich in diesem Atemrhythmus bin. Ich wünsche euch ein wunderschönes Wochenende. Genießt es, auch wenn es ein bisschen durchwachsen ist. Und ich freue mich auf bald. Eure Maike.